meine Damen und Herren, lassen Sie uns über das Einkaufen sprechen. Wer von Ihnen hat bereits einigermaßen regelmäßig online eingekauft? Doch einige. Was kauft sie denn so ein? Kaffee? Bücher? Kleidung. Kleidung, Elektrogeräte? Ja, wir shoppen online. Schon über 30 Millionen im Jahr 2008 von uns shoppen online und wir kaufen in verschiedensten Warengruppen, Bekleidung, Medien, Bücher, Unterhaltungselektronik und so weiter. Aber was erwartet uns, wenn wir online shoppen? Wer von Ihnen hat schon einmal über so eine Art von Konfigurator ein Auto wirklich eingekauft? Das sind schon bedeutend weniger und wir können auch erklären, warum. Das liegt zum einen an den Einkaufsprozessen, an unseren Einkaufsprozessen. Die sind nämlich fest für uns Kunden. Wir wollen uns informieren, wir wollen das Auto fühlen, wir wollen etwas mit unseren Freunden besprechen, wir wollen Fahren vergleichen und diese Einkaufsprozesse werden im Internet noch nicht richtig gut abgebildet. Das liegt auch daran, dass unser Einkaufsverhalten unterschiedlich ist von verschiedenen Menschen. Wir Eltern kaufen anders ein als unsere Kids. Männer kaufen anders ein als Frauen. Sie sehen hier, die blaue Linie ist der Mann, der Eck auf dem Weg zur Rote. Die rote Linie ist die Frau. Hier sind die Männer, kennen das aus leidvoller Erfahrung, Samstagvormittag in der Stadt. Bieten uns unsere Online-Website so etwas? Nein, das tun sie nicht. Aber das ist auch nicht so einfach. Dazu muss man dieses Einkaufsverhalten zunächst analysieren. Wir wissen zum Beispiel aus ersten empirischen Untersuchungen, dass sich das Einkaufsverhalten im Internet zwischen Männern und Frauen komplett herumdreht. Frauen sind im Internet-Shopping relativ schnell. Männer dagegen stöbern so gerne ein bisschen herum und schauen ein bisschen und vergleichen. Drehen wir die Fragestellung einmal herum. Wer von Ihnen hat schon mal wegen oder trotz einer guten Unterstützung online einen Shoppingprozess abgebrochen, den Warenkorb stehen lassen? Auch das können wir erklären. Wir alle haben Probleme und Sorgen im Einkauf. Wird mir das Produkt gefallen? Oh, ich kann mich nicht entscheiden, wer kann mir helfen? Ist das Bezahlen hier überhaupt sicher? Und auch hier reagiert der Online-Shop leider nicht so gut wie ein persönlicher Verkäufer, sodass er eben direkt und spontan und persönlich auf unsere Probleme eingeht. Aber wir können helfen. Wirtschaftswissenschaftliche Theorien erklären Emotionen, Gedanken und Bedürfnisse von Menschen im Internet. Ein zweites Problem haben wir nicht. Wir haben nicht nur das Problem im Einkauf, sondern auch in der Bedienung der Website. Ich kann nicht finden, was ich suche, wie komme ich jetzt hier weiter und was bitte will diese Lady von mir? Hier können wir psychologische Theorie heranziehen, wie wir Menschen mit Computern umgehen und da finden wir zum Beispiel heraus, dass wir vor solchen Frauen eher Angst bekommen, weil sie uns unheimlich sind. Das heißt, wir haben jede Menge Fragen im Bereich dieses Shoppens im Internet. Und ich sehe die Fragezeichen auch in Ihren Augen. Was hat das mit Wirtschaftsinformatik zu tun? Das ist Wirtschaftsinformatik. Die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich mit dem magischen Dreieck aus dem Mensch, das ist hier der Kunde, der betriebswirtschaftlichen Aufgabe, das ist das Verkaufen, und der Technik, eben hier den E-Shops, den Online-Shops. Eine Aufgabe, die wir hier zu tun haben in der Forschung, ist das Erklären. Wie shoppen Menschen im Internet? Und das machen wir so ähnlich wie hier. Wir müssen befragen, wir beobachten unser Website-Testlabor und dann können wir eben dieses Fragezeichen, das wir vorhin hatten, durch eine Reihe von Forschungsfragen ausfüllen. Wie werden Produkte gekauft? Wie kaufen Menschen im Internet ein? Wie erklärt man Einkaufsprozesse und was erklären auch so Mensch-Computer-Interaktionsprozesse? Und wenn wir das verstanden haben, dann kommen wir zu dem Ausrufezeichen, zu der zweiten Aufgabe in der Forschung und der Wirtschaftsinformatik, zum Gestalten. Wie sollten solche Shops im Internet aussehen? Und hier ist uns dagegen sehr wichtig, dass diese Shops sogenannte Customer E-Services bieten, elektronische Dienste für den Kunde,
die den Kunden glücklich machen und eben parallel zu dem Produkt dazu beitragen, dass ich das Produkt tatsächlich kaufe. Diese elektronischen Dienste sind dann genau auf das Produkt und auf den Kunden und seine Probleme abgestimmt. Und wenn sie wirklich gut sind, haben sie sogar einen eigenen Nutzen. Sie sind innovativ, machen Spaß, man fühlt sich wohl, man kann vielleicht sogar mitmachen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir müssen das Produkt und den Menschen bedenken. Und zwar eben die Frau, den Silbersurfer. Und wir müssen überlegen, wie häufig Produkte gekauft werden, wie komplex sie sind. Und hierzu kann man dann in verschiedenen Projekten Webseiten gestalten. Zum Beispiel im Projekt E-Marketing für Couch Potatoes schauen wir uns ganz genau an, wie Sofas gekauft werden und entwickeln dann einen elektronischen Dienst, der dafür sorgen kann, dass der Kunde das Sofa unseres Projektpartners kauft und nicht das, was bei XXL Lux zufällig daneben steht. Im real virtuellen Autokauf packen wir den Handel, seine elektronische Unterstützung, Terminals, Mobiltelefone und das Internet so zusammen, dass man diesen kompletten Autokauf unterstützen kann. Und dazu berücksichtigen wir, wie verschiedene Kundengruppen im Internet gerne elektronisch einkaufen. Eine zweite Projektgruppe ist eben die Shopping-Probleme zu beheben. Also die Hilflosigkeit, den Ärger, die Unsicherheit, und zwar in der Entscheidung, in der Frage, ob dieses Bezahlen denn sicher ist und so weiter. Und hier zum Beispiel können wir Emotionen erkennen. Wir können Emotionen erkennen über Hautwiderstand und Puls und können diese Sensoren in sogenannte Emotion Maus einbauen und dann eben genau rauskriegen, was man gerade fühlt. Wir können auch das Klickverhalten beobachten, um Probleme im Shoppingprozess herauszukriegen. Schleifen im Seitenaufruf, jemand ist hilflos, vor- und zurückspringen oder hämmern auf der Tastatur, jemand ist verärgert. Darauf müssen wir reagieren und ein Ansatz, den wir gerade verfolgen, ist zum Beispiel, dass man mit der Wii, also dieser Spielkonsole, shoppt und dann mit diesem Nunchuk, oder wie er heißt, die Dinge aus dem Regal wie im echten Leben in den Einkaufswagen. Ein letzter Bereich, den ich kurz vorstellen möchte, ist, dass dieses Internet ja nicht mehr so ein Fernsehmedium ist, sondern tatsächlich ein Medium mit Rückkanal. Das heißt, wir können Dinge machen, in denen wir einfach gemeinsam arbeiten, shoppen und mitmachen. Wir können Produkte weiterempfehlen, wir können Meinungen austauschen, Kontakte knüpfen oder sogar die Produkte des Unternehmens mit gemeinsam entwickeln. Für Planego, ein Brettspiel, das glücklich machen soll, haben wir eine Webseite entwickelt, eine Mitmach-Webseite, auf der man seine eigenen Erfahrungen mit dem Glück in das Spiel einbringen kann. Schauen Sie mal unser Planego und machen Sie mit. Und als letztes Beispiel, was wir immer gerne machen, ist, dass wir unsere Forschung auch in die Uni tragen. Do we practice what we preach? Und hier ist zum Beispiel eine Plattform entstanden, in die Studierende ihre Probleme einbringen können. Die Plattform heißt Sag's uns und mit Uni-Mitgliedern diskutieren, sodass neue Ideen für die Lehre entstehen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wer ist dieses Feedback ist, das hier diese verschiedensten Ideen über das Shoppen online austauscht. Wir, das ist mein Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik 2. Und wenn Sie sich jetzt noch fragen, hat in dieser Lehrstuhl nichts anderes zu tun, als über das Shoppen nachzudenken? Doch natürlich haben wir das. Und darüber sollten wir auch sprechen. Sie besuchen uns am besten mal auf unserer Website oder vielleicht sogar im echten Leben. Vielen Dank. Heute holen wir den Pokal nach Hause mit Susanne am Start. Ja. Ist aber ein schönes Wetterchen heute. Super. Sensation. Der Wettergott spielt mit. Es geht doch gleich jetzt los. Das hast du ja ganz selten, dass der Wettergott so spielt heute. Das ist schön, ne?